Jo Leute, was geht ab? Wir sehen heute, oder ihr seht heute, wir haben ein bisschen später, weil ich bin sehr, sehr spät heute aus dem Gym gekommen. Ich war vorher noch bei einem Termin gewesen, da bin ich auch so schick angezogen. Und ja, da gab es einen Zugausfall, deshalb esse ich heute sehr, sehr spät. Also wir haben jetzt 16:30 Uhr. Bis ich hier fertig bin, ist es wahrscheinlich 17 Uhr. Heute gibt es Lachs. Hier, Lachs einmal. Ich habe die Haut hiervon abgetrennt, dass in der Haut die meisten Vitamine stecken beim Lachs, ist ein absoluter Mythos. Die Haut schmeckt auch gar nicht, deshalb trenne ich die mal ab. Körniger Frischkäse und damit es nochmal ein bisschen käsiger wird, hier Hirtenkäse oder Fetakäse besser gesagt. Natürlich habe ich auch wieder Butter bereitgelegt. So, also machen wir hier 15 Gramm Butter rein. Oder? 10, aber ich mach 12. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. 12 Gramm Butter. Na, also 9. Noch ein bisschen. So. Ja, 13 passt. So, jawohl. Butter geht zurück in den Kühlschrank. Herd wird angemacht. Ihr seht, ich bin heute ein bisschen fixer. Ich habe nämlich böse Hunger. So. Ich habe hier so eine sehr, sehr geile Abzugshaube. Ich habe nämlich hier einfach ein Fenster direkt über dem Herd. Das ist sehr, sehr praktisch. Ja, dieses fette Messer kann ich eigentlich mal wegräumen. Und dann warte ich mal hier, bis die Butter geschmolzen ist. Und ja, gebe dann den Lachs rein. Ich kann den Lachs in der Zeit hier schon mal würzen mit euch zusammen. So, ich würze den immer nur, beim Lachs würde ich immer nur ganz, ganz wenig Salz drauf machen. Ich bin ja bekannt dafür, sehr viel Gewürz zu benutzen. Aber Lachs ist schon relativ salzig und ich habe den schon sehr, sehr oft versalzen, also wirklich nur so ein paar Körner. Ihr seht auch, ich habe 2 Stücke Lachs, weil ich möchte, es sind 300 Gramm und ich möchte nur 250 Gramm Lachs essen, weil das reicht für eine Portion. Und diese 50 Gramm, die werde ich dann bei einem Gericht in den nächsten Tagen dazu adden halt, weil da bräuchte ich die Kalorien eher wie heute. So. Jetzt das Ganze noch Salz, Pfeffern und ein bisschen Muskatnuss mache ich natürlich immer noch drauf. Muskatnuss und Lachs ist eine sehr, sehr gute Kombi. Ach ja, und ich habe noch so ein ganz besonderes Gewürz. Nämlich hier von Ankerkraut, dieses Fischgewürz, kein Product Placement oder so, schmeckt richtig geil. Ich habe das mal geschenkt bekommen zu Weihnachten, weil ich ja so gerne koche. Ich bräuchte echt mal eine bessere Küche, weil ich koche sehr, sehr viel und meine ganzen Küchengeräte sind sehr, sehr spartanisch. Aber natürlich muss ich auch dankbar dafür sein, dass ich überhaupt eine Küche habe, wo ich mir jeden Tag was zu essen zubereiten kann. Viele Leute auf der Welt haben gar keine Küche oder haben nicht mal was zu essen. Von daher immer froh sein über das, was man hat, anstatt immer nur darauf zu geiern, dass man mehr bekommt. Ich möchte diesmal was austesten. Ich glaube, ich gebe mal ein bisschen Kardamom auf den Lachs drauf. Vielleicht schmeckt das gut. Ich liebe Kardamom. Ich muss aufpassen, das geht schon bald wieder leer. Da muss ich mir heulich wieder rum, weil ich nichts mehr habe. Weil das gibt's. Das gute Kardamom von hier Gewürzmühle Friedberg, das gibt es leider nicht überall. Das gibt es meistens nur in diesen türkischen Läden. So. Ah, perfekt, da habe ich die Zeit schon mal gut überbrückt, wo hier die Butter schmilzt. So, gebe ich das Ganze in die Pfanne. Einmal sauber machen. Und in der Zeit, wo das Ganze brät, kann ich schon mal die restlichen Zutaten auf den Teller geben. Also beim Lachs, bei dem Feta-Käse mache ich es wieder so, dass ich 50 Gramm von dem Feta-Käse abschneide, auf den Teller gebe, damit ich abmessen kann, wie viel Feta-Käse drauf ist. Und dann am Ende gebe ich das kurze vorher Lachs fertig ist, gebe ich es dann, streue ich dann so drüber, damit er dann mit dem Lachs zusammen verschmilzt. Der Feta-Käse ist nicht ganz so gut, wenn er komplett schmilzt, aber so ein halb geschmolzener Feta-Käse schmeckt richtig, richtig gut. So.
es, oder? 39 Gramm, okay, ich dachte, das wäre jetzt mehr, krass. Ja, geht noch ein bisschen. Das sind jetzt 46 Gramm. So. Jetzt sind wir bei 55 Gramm, das passt roundabout. Ja, und ich mache schon mal den Königin Frischkäse drauf. Ich mag Königin Frischkäse eigentlich nicht so. Also ich mag eigentlich nur diesen JW Hüttenkäse. Der schmeckt irgendwie ein bisschen anders wie der vom Aldi. Aber ich war halt beim Norma gewesen. Und Norma ist ja wie Aldi, nur noch billiger. Und ja, dann musste ich halt auf diese Variante zurückgreifen. So, gebe ich das alles mal hier drauf. Ist halt eine super, super gute Proteinquelle. Ich würze das Ganze noch mit Thymian. Ich weiß, mir wurde gesagt, eigentlich Karnivore-Diät, da soll man nicht so pflanzliche Gewürze drauf machen. Aber ich habe schon sehr, sehr viele Leute gesehen, die auch so Karnivore-Diät-Selbstexperimente gemacht haben. In russischen oder englischen Videos. Und die haben auch immer auf ihr Steak Thymian oder Knoblauch mit dazu gegeben. Also ich glaube, bei Gewürzen ist es nicht ganz so schlimm. Die Hauptsache ist halt einfach nur, dass man nicht so viele Kohlenhydrate konsumiert. Und Gewürze haben ja eigentlich keine Kohlenhydrate. Also wenn, dann nur in ganz, ganz geringen Mengen. Und es geht hier hauptsächlich darum, dass du keine Kohlenhydrate konsumierst und nicht diese pflanzlichen Lebensmittel konsumierst. Also jetzt so einen ganzen Brokkoli oder sowas. Oder halt zuckerhaltige Lebensmittel. Ich glaube, den Zucker auszuschließen ist generell das Wichtigste bei dieser Diät. So, der Lachs, der brät jetzt in der Zeit. Und in der Zwischenzeit tue ich mal mein ganzes Gericht noch ein bisschen würzen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Essen fertig ist. So, der Lachs ist fertig. Dann zeige ich euch einmal hier. Riecht gut aus, so, riecht auch richtig geil. Das Ganze hier drauf geballert. Das bisschen Fett, was übrig geblieben ist, das mache ich hier auf den König Frischkäse drauf, damit es auch ein bisschen besser schmeckt. So, sehr gut, sehr gut. Und ich mag immer diese Form, die hier noch drin ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen widerlich, aber hier ist immer noch so dieses Restgewürz drin. Das kann ich auch mal zum König Frischkäse dazu geben. So. Und jetzt den Feta-Käse auf den Lachs streuen, damit dieser sich ein bisschen einbrennt. So. Alles klar. Der ganze Teller ist dadurch auch ein bisschen wärmer geworden, dass ich jetzt das Fett nochmal drauf gegossen habe. Weil so wird das Essen, so kühlt das Essen nicht so schnell ab. Und ja, ich habe euch hier unten oder da oben, ich denke mal hier unten habe ich euch wieder die Makros hingeschrieben. Und dies ist das erste Video, was ich jetzt offiziell auf dem neuen Kanal Jekko64 veröffentliche. Ich werde die ganzen anderen Videos von der Karnivoren-Diät werde ich noch re-uploaden und generell die ganzen Vlogs, die ich bisher gedreht habe, werden alle auf diesem Kanal noch re-uploadet. Aber dies ist jetzt das allererste Video, was ihr auf dem neuen Kanal sehen werdet. Und was ich auf dem Kanal bringen werde, wird die Zukunft noch sehen, also wird die Zukunft bringen und wir werden sehen. Ich habe vor, so ein bisschen Erklärvideos zu drehen, vielleicht auch ein bisschen Comedy-Videos, aber mein Hauptfokus soll auf dem Kanal Jekko63 bleiben. Und ja, ich hoffe, euch gefallen diese Videos und ich hoffe, ihr seid auf dem neuen Kanal wieder mit am Start. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns heute Abend wieder. Macht's gut. Moin Leute, was geht ab? Im Hintergrund hört ihr gerade meine kleine Minispielmaschine, die rettet mir echt den Arsch, weil ich hasse es persönlich. Ich führe meinen eigenen Haushalt und ich hasse es persönlich, meine ganzen Spülutensilien, meinen ganzen Kochutensilien selber zu spülen. Also so Topf und Pfanne ist okay und Teller geht auch manchmal, aber so Löffel, Gabel, Messer einzeln zu spülen ist richtig, richtig nervig und Tassen auch. Und dann tut die Spülmaschine den Job für mich super praktisch. Diese Maschine ist von Medion, die hat mich ca. 200 Euro gekostet, die ist einmal kaputt gegangen und die haben sich geweigert, die zurückzunehmen, da gab es halt richtig Stress. Aber die Freundin von meiner Ex-Freundin hat sich damals dann darum gekümmert zum Glück und ja, heute wird sie sich selbst entrücken, damals war ich ein bisschen dumm. Aber naja, das ist jetzt gar nicht Thema dieses Videos, echter Lifesaver, kann ich jedem empfehlen, der selber so einen einzelnen Single-Haushalt hat. Jetzt geht es erstmal ums Kochen. Ich habe hier noch ein bisschen Leftover-Chicken von den letzten Malen, die ich gekocht habe, wo ich ganz viel Hähnchen vorgekocht habe, damit es nicht schlecht wird. Hier, das sind 150 Gramm, die habe ich schon vorgewogen. Natürlich wieder meine große, große Pfanne. 5 Eier, die stehen da hinten. Butter
Und weil ich zu wenig Kalorien habe, mache ich da noch ein ganz bisschen Parmesankäse drauf. Und ja, fangen wir mal an. Der Herd, der startet jetzt. So, auf 1,5. Ich mache jetzt ein Omelette und mache da Hähnchen drüber und dann ein bisschen Parmesankäse. Mal gucken, wie das Ganze schmeckt. Hähnchen und Omelette ist eine sehr merkwürdige Mischung, aber die Kalorien kommen rein und es schmeckt bestimmt gar nicht mal so schlecht. Also, testen wir es mal aus. Ja. Ich mache mein Omelette persönlich immer so. Ich mache jetzt Butter rein, 15 Gramm benutze ich dafür, das reicht locker aus. Scheiße, ich hab die Waage gar nicht angemacht. So. So eine dumme elektronische Waage, die lädt immer so ein bisschen. Die habe ich auf dem Sperrmüll gefunden. Richtig, richtig gut. Also ich muss nichts dafür bezahlen. Die tut bis heute ihren Job. Mal gucken, wie lange noch. Schon seit 3 Jahren. So, 15 G sind jetzt drin. Ich persönlich mache mein Omelette immer so. Ich lasse erstmal die Butter schmelzen. Und wenn die Butter geschmolzen ist, dann so ein bisschen dieses Geräusch macht. Dann mache ich die Eier rein. 5 Stück. Und tue sie dann direkt so mit der Gabel verrühren. Dann mache ich den Deckel auf die Pfanne drauf oder auf den Topf, wenn ich halt die große Pfanne mache, den Deckel drauf und lasse das Ganze dann so, ja, 3-4 Minuten kochen. Und in diesem Fall tue ich die Sachen, die im Omelette mit vermischt werden sollen, wie das Hähnchen, tue ich kurz nachdem ich es aufgeschäumt habe, also kurz nachdem ich es verrührt habe, tue ich das Hähnchen damit drauf. In der Zeit, wo die Butter schmilzt, tue ich das Hähnchen schon mal schneiden. Ich schneide das hier in so einzelne Stücke, ja, die Sachen brauche ich nicht. Löffel tue ich mal hier in die Tasse. Und dann auch gleich einen Tee. So, ich schneide das Ganze in so Hähnchenstreifen. Ich hoffe, man, ja, so sieht man es besser. So. Ich habe früher gar nicht gerne gekocht, als ich auszog. Ich bin mit 18 Jahren ausgezogen und früher war es echt die Hölle für mich zu kochen. Aber mittlerweile habe ich mich so in das Kochen verliebt, es macht mir richtig, richtig Spaß. Ich vergesse dabei immer die Zeit, manchmal stehe ich 3 Stunden in der Küche und koche und es kommt mir halt einfach vor, als ob es nur 30 Minuten wären. Ich koche halt für die ganze Woche vor und in den Tagen, wo ich nicht koche, ja, finde ich es dann immer schade, dass ich kochen kann. Und dann koche ich manchmal doch noch irgendwas, auch wenn ich noch Leftover-Sachen im Kühlschrank habe. Die ganzen Leftover-Sachen werden natürlich trotzdem gegessen, weil ich hasse es, Lebensmittel zu verschwenden, weil das ist mein Geld, was dabei drauf geht. Und vor allem Fleisch finde ich immer sehr scheiße zu verschwenden, weil dafür ist ein Lebewesen gestorben. Ich bin jetzt kein militanter Veganer oder sowas, aber trotzdem, allein diese Vorstellung, wenn ein Tier stirbt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einem Bauernhof wart oder so, und dann sieht, wie da diese Tiere großgezogen werden oder ob ihr schon mal bei einer Schlachtung dabei wart. Ich persönlich war nie bei einer Schlachtung dabei, wenn meine Urgroßeltern einen Bauernhof in Bayern hatten. Aber ich glaube, das hätte mir echt mal gut getan, so eine Schlachtung zu sehen. Ich kann gar kein Blut sehen, aber ich glaube, sowas als Kind zu sehen oder als Kind damit mit sowas aufzuwachsen, das ist eigentlich etwas, was ganz gut tut, weil man dann so diese Verbundenheit mit der Natur ein bisschen hat. So, die Butter, die schmilzt noch. Ist aber gleich fertig. Ich hole schon mal die Eier hervor in der Zeit. Ich benutze heute Eier in der Größe L. Eier in der Größe L und Eier in der Größe M kosten genau gleich viel. Deshalb immer darauf achten, dass ihr hier dieses L habt. Deshalb, ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich nur 4 Eier benutze, weil dann spare ich mir die Kalorien und kann auch ein bisschen von dem Feta Parmesankäse dazu machen. Ich glaube, das ist besser. So. Was kocht da hinten noch? Aber ich kann euch ja dann mal zeigen, wie ich das Ganze mache. So, man sieht jetzt hier, in der Pfanne ist die Butter schon ein bisschen so am Spritzeln und sie brennt auch schon an manchen Stellen ein bisschen an. Also sie ist auf jeden Fall heiß genug. Jetzt wird es Zeit, die Eier reinzumachen. Ist jetzt mit einer Hand ein bisschen scheiße, aber wird schon irgendwie funktionieren. Nummer 1. So. Nummer 2. Der Herd ist ein bisschen dreckig. Das liegt daran, dass ich ja heute schon den Lachs gekocht habe. Ich tue immer erst nach dem Abendessen mein Herd sauber machen. So, Nummer 3. Na komm. So. Super, super schwer, das mit einer Hand zu machen, aber es wird schon irgendwie klappen. Ja,
Ja, das ganze Eigelb muss rauskommen, weil das Eigelb ist ja das Wertvollste vom Ei. Komm, egal. Und noch eins. So, zack. So, als nächstes wird dann das ganze Hähnchen reingemacht. So. Dann tue ich das Ganze verrühren mit einer Gabel. Ganz wichtig mit der Gabel, weil die Gabel diese Löcher hat. Diese Durchgänge, ihr wisst, was ich meine. Fällt jetzt gerade das richtige Wort dazu nicht ein. So, das Ganze verrühren. Oh, riecht jetzt so voll nach Chicken Nuggets schon, krass, ey. Das ist bestimmt wegen der Marinade. So. Dann hier Salz drauf für das Omelett. Nicht so viel, nur so ein bisschen. Und dann würze ich das Ganze noch mit Cayenne-Pfeffer und normalem Pfeffer. Ja, aber das mache ich dann gleich außerhalb des Videos, weil das Pfeffer ist mit einer Hand ein bisschen schwierig. Das ist ja eine Pfeffermühle. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Essen fertig ist und ich den Parmesan draufstreue. So, das Omelett ist fertig. Es ist mir ein bisschen auseinandergefallen. Also hier sieht jetzt aus wie Rührei in der Kamera, aber hier sind so diese Splitterreste und unten drunter ist so ein zusammengeklapptes Omelett jetzt eigentlich. Aber egal. Ich mache jetzt hier den ganzen Feta-Käse erstmal drüber. So. Ich habe 30 Gramm Feta-Käse, sage ich, Parmesankäse dafür benutzt. Das passt perfekt in meine Makros rein. Und dann habe ich auch noch Feta-Käse übrig, Parmesankäse übrig für die nächsten Tage. Rest esse ich einfach so. Schmeckt super geil. Ich liebe Parmesankäse, hat so richtig geile Konsistenz. Ja, die Makros habe ich hier euch hier mal eingeblendet. Wichtig ist es beim Omelett, dass ihr eine beschichtete Pfanne benutzt. Da sind zwar, natürlich sind da diese ganzen chemischen Stoffe drin und so. Also eine Teflonpfanne. Natürlich sind da wahrscheinlich sehr, sehr viele chemische Stoffe drin. Deshalb müsst ihr nach einer sehr, sehr guten Pfanne gucken. Da würde ich wirklich auf die Qualität achten. Ich habe hier eine ganz normale Eisen, Gusseisen, was auch immer Pfanne, die unbeschichtet ist. Da klebt das Omelett halt immer an der Pfanne dran. Außer man benutzt wirklich sehr, sehr viel Öl. Und dann passiert sowas wie bei mir. Also am besten sucht ihr euch eine gut beschichtete Pfanne und achtet auf die Qualität. Gebt auch gerne mal mehr Geld aus. Diese Pfanne werdet ihr wahrscheinlich für mindestens die nächsten 20 Jahre haben. Deshalb ist es dabei immer sehr, sehr gut, auf eine gute Qualität zu achten. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video heute gefallen. Morgen werde ich euch mal wieder was vom Gym zeigen. Und ich habe auch schon für morgen wieder ganz, ganz gute, coole Rezepte für euch vorbereitet. Und ja, das war das erste Video auf meinem neuen Kanal. Ich hoffe, ihr bleibt weiter dabei und macht's gut. Hi, tschüss.